Tom hat es geschafft. Jetzt haben sämtliche Politiker in der Stadt Angst. Niemand will wie der Stadtrat enden. Gute Arbeit, Tom. Aber das war noch nicht alles. Jetzt wollen wir Morellos rechte Hand, seinen Bruder Sergio Morello Junior. Er kontrolliert die Gewerkschaften in der Stadt. Sein bestes Pferd ist die Hafenarbeitergewerkschaft, dank derer er praktisch alle Importe in die Stadt kontrolliert. Töten wir ihn, fällt ein großer Teil von Morellos Einkünften weg. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen, Boss. Sergio isst normalerweise im Restaurant Italian Garden. Im Restaurant ist ein Telefon und eine Telefonzelle auf der anderen Straßenseite. Du gehst zur Telefonzelle, rufst im Restaurant an und sagst, dass du Sergio sprechen möchtest. Ich stehe dann mit einer Thompson vor dem Restaurant. Und wenn Sergio zum Telefon geht, puste ich ihn um. Dann müssen wir nur wieder zum Auto und schnell verschwinden. Na, was meinst du? Ja, schätze, mit dem Telefon komme ich klar. Na dann los, Jungs. Vincenzo versorgt euch mit Waffen. Nimm dir Sergio ordentlich vor. Angeblich tickt er nicht richtig. Er liebt es, die Leute leiden zu sehen. Steht ihm jemand im Weg, lässt er ihn einfach beseitigen. Er nimmt sich alle Zeit der Welt und will bei allem dabei sein. Seine Arbeitsweise imponiert mir nicht besonders. Vincenzo, ich brauche eine Thompson. Und irgendwas für Tom hier. Okay. Hier ist das Baby, Jungs. Ich drücke euch die Daumen. Danke. Hallo, Ralphie. Wir brauchen einen Wagen. Hey, ich habe hier einen neuen Terraplan. Ein anständiges und robustes Auto. Bitte gefallen, Pauli. Es hat ein neuartiges Schloss, aber mit etwas Köpfchen ist das kein Problem. Einfach so. Ganz leicht. Reindrücken und... Großartig! Einmal los, Tom! Wir sind da, Tommy. Halt an! Gut. Ich stehe vorne. Du rufst von der Zelle da an. Sag, du willst Sergio sprechen. Sobald ich ihn erledigt habe, steigst du ein und wartest. Klare Sache. Ja? Ich möchte mit Mr. Sergio Morello sprechen. Augenblick.
Kumpel, Mr. Morello ist heute nicht hier. Teufel, Polly, das ist der Falsche. Polly, los jetzt. Morello ist nicht hier. Der Typ, das war nicht Sergio. Sergio war heute gar nicht da. So ein Mist, jetzt sitzen wir in der Scheiße. Wir müssen zurück zu Sagheri. Ärgere dich nicht, Tom. Das passiert auch den Besten einmal. Vincenzo und ich haben uns einen neuen Plan ausgedacht. Biff hat uns gesagt, dass Sergio eine Geliebte hat, mit der er viel Zeit verbringt. Dort muss er heute sein. Vincenzo hat eine kleine Überraschung für ihn gebastelt. Wir müssen das Ding nur an seinem Auto anbringen, während er sich drinnen amüsiert. Das stimmt. Du musst diese Bombe einfach nur unter seinem Wagen platzieren. Dann kannst du die Show genießen. Sergio haut normalerweise um 4 ab, also los. Dieses Mal muss es klappen. Die Geliebte wohnt in einem Haus in Oakwood. Wir sehen, ob er da ist, wenn sein teurer kleiner Sportwagen vor dem Haus geparkt ist. Leg die Bombe unter den Wagen. Das klingt schon besser. Ich bin unterwegs. Was soll's sein? Ich muss noch bei Vincenzo die Waffe holen. Okay, wir sind da. Sehen wir uns um. Thank you.
Teufel! Nein, nein, nein! Hey, stopp! Scheiße! Verdammt! Die Dame hat Feuer! Das Mädchen kam raus und setzte sich in den Wagen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ihr den Wagen geliehen. Das passiert eben manchmal. Da kann man nichts machen. Einfach gesagt, wir müssen den Kerl kriegen. Sergio trifft sich mit seinem Bruder in Downtown auf dem Parkplatz des Rainbow Garden Restaurants. Fahr Pauli dahin, der soll ihn umnieten. Du machst nur den Fahrer, Tom. Und dann verschwindet, bevor der Alarm losgeht. Jetzt kriege ich den Bastard, das verspreche ich. Jetzt bewegt euch, damit ihr Sergio noch dort erwischt. Halt auf dem Parkplatz an! Die Typen in Schwarz, das sind sie! Was zum... Wir haben eine Nachricht von Mr. Salieri. Was zum Teufel ist hier los? Oh nein! Nun, das ändert natürlich die Situation, Gentlemen. Macht ihn fertig!